So, und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zur, endlich Leute, endlich ist es soweit, Vollversion zu Anno 1800. Ja Leute, das wird jetzt erstmal ein sehr entspanntes Let's Play, wo wir uns sämtlichen Content, sei es jetzt Bürgerstufe 4 oder Stufe 5 oder die Züge, die es jetzt auch geben soll und so weiter, das gucken wir uns jetzt erstmal alles an. Ne, wir machen jetzt erstmal hier ein Sandbox-Spiel. Noch ein weniger Hilfe, so ein bisschen bin ich jetzt ja schon drin. Ja, und gucken uns das erstmal an und im Anschluss will ich auf jeden Fall da noch einige Multiplayer-Runden spielen. Sei es dann mit euch oder gegen euch oder mit irgendwelchen anderen YouTubern, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ne? Da hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Aber erstmal gucken wir uns jetzt alles an, was es hier gibt. Ne? Endlich Vollversion, Leute. Deswegen auch nochmal vielen Dank an Ubisoft. Ne? Die haben jetzt sozusagen ein Pressemuster zur Verfügung gestellt. So kann ich jetzt schon etwas vor Release mir das angucken und aufnehmen, dass wir uns da schon mal einen Eindruck machen können. Das ist eigentlich doch super cool. Jo, gut, Leute. Ja, wir nehmen wieder den Dude hier einfach. Ich mache das eigentlich mit den blauen Segeln. Wir nehmen als Logo... Oh, das mit dem Schiff sieht eigentlich immer ganz edel aus. Ich glaube, das hatte ich das letzte Mal auch schon. Wir könnten auch das hier nehmen. Nehmen wir das hier. So, fortsetzen. Ist halt ein bisschen mehr Seegang. Jo, wieder sind der Beam. Ja. Und wir, das Ding ist ja, wir kennen ja jetzt bis Bürgerstufe 3, wir haben ja auch die Klaus Beta gespielt und so weiter, ne? Ich bin übrigens fortgeschritten, würde ich sagen. Normal muss nicht sein, Experte, da kriegt man jetzt wahrscheinlich vielleicht noch auf den Sack. Wir machen fortgeschritten, da ist auf jeden Fall Anspruch da. Da ist es nicht so einfach, aber auch erstmal nicht so schwer. So, was ich sagen wollte, bis Bürgerstufe 3 werde ich jetzt erstmal relativ zügig das hier durchziehen, ne? Das kennen wir ja alles schon ein bisschen. Und im Anschluss... Wenn wir dann bei dem neuen Content sind, dann können wir uns dann das alles in Ruhe dann anschauen und so, ne? Was wir alles noch nicht kennen. Jo, gut, dann lasst uns mal schauen hier, wegen unserer neuen Insel, die wir jetzt hier haben. Och, die sieht ja gut aus. Da ist schön viel Platz und so. Das ist super gut. Wir haben hier Kartoffel, Getreide und Trauben. Okay, wir haben leider keinen Hopfen oder so. Dem haben wir Eisen, 3 Stück davon. Okay, alles klar. So, ich würde jetzt erstmal ganz schnell hier loslegen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir schön viel Bretter und so an den Start bekommen. Boah, ganz kleinen Blick müssen wir ja nochmal auf die Insel werfen hier, weil man muss einfach mal festhalten. Es sieht einfach schön aus. Ich hatte ja auch noch ein bisschen Anno 1404 gezockt, einfach um die Zeit zu überwinden. Guck mal hier, ein Bär, bis Anno 1800 kommt. Und, ah, sieht das schön aus. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich, dass wir jetzt endlich den kompletten Content genießen können. Bin mega gespannt drauf. Es gibt ja, wie gesagt, da noch Züge und alles. Das konnten wir uns ja alles noch nicht anschauen. So, gut, dann legen wir mal los jetzt hier. Ja. Als erstes machen wir Holzfällerhütten, da mache ich das richtig viele gleich am Anfang. Ich mache erstmal Sägewerke. Das Verhältnis ist übrigens 1:1, ne? Holz 15 Sekunden, Bretter 15 Sekunden, das heißt 1:1 einfach nur. So, machen wir hier schnell noch einen Weg lang. Schnupp, hier würde ich dann irgendwie eine Fischerhütte gleich hinbauen. Ich lasse den Weg aber erstmal weg. Dann machen wir hier ein Sägewerk hin. Mache ich auch so hier machen. Hier ein Sägewerk hin und hier ein Sägewerk hin. So, dann ziehen wir jetzt hier so einen Weg durch. Ich werde jetzt auch sehr schnell dann schon die ersten Warenhäuser dann bauen. Ich weiß noch, dass ich das letzte Mal so gegeizt habe. Das lassen wir diesmal. So, ich möglichst 100%, aber möglichst wenig Platz einnehmen. Wir machen mal so hier und direkt gegenüber, dass wir auch ungefähr 100% haben. Ja, wenn es dann runter geht auf 98, dann finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Wir können es ja noch eins rüber verschieben. Moment, das machen wir mal eben. Das ist aber, glaube ich, jetzt immer ein bisschen teurer, wie es jetzt eingestellt ist mit dem Verschieben. Damit sollte ich es nicht übertreiben. So, das ist erstmal okay. Und jetzt brauchen wir erstmal Einwohner. Da muss ich jetzt aber überlegen, wo wir das machen wollen. Aber an sich fände ich hier die Stelle, hier mit dem Fluss und so, ist eigentlich ganz cool. Hier hätten wir richtig viel Platz. Und wenn wir hier überall Häuser hinbauen. Es ist voll die schöne Insel, die wir hier haben. Guckt mal, Leute. Und hier haben wir sogar Höhenunterschiede. Das ist sehr, sehr interessant. Was natürlich dann... Das reibungslose Städteaufbauen etwas erschwert, aber das ist dann einfach mal so. So, dann machen wir den Marktplatz mal ungefähr hier hin, würde ich sagen. So. Definieren wir jetzt einfach mal an dieser Stelle. Jetzt noch schön verbinden. Ich mache auch immer schön hier am Weg ringsherum und so, damit wir dann hier noch ein bisschen Platz haben. Und jetzt heißt es Häuser bauen. So. Ich kann jetzt natürlich erstmal nicht ganz so viel bauen. Ich muss jetzt mich auch entscheiden, will ich 2x6 machen oder 2x4 immer diese Blöcke. Mal gucken. So, das Holz können wir noch reinknallen. Wobei wir mit dem Schiff ja schon mal... Ich hätte gerne ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz machen wir wieder zurück, Leute. Dann können wir nämlich uns schon mal eine zweite Insel sichern. Das ist gar nicht so verkehrt. So, wir scouten jetzt erstmal. Schnupp, machen wir mal eben auf die 1. Wunderbar. Und scouten jetzt erstmal ringsherum, ob wir irgendwo noch eine Insel finden, wo Ressourcen sind, die wir auf dieser Insel nicht drauf haben. So, und jetzt heißt es erstmal Häuser bauen.
damit wir hier die Bauernarbeitskraft schön nach oben bekommen. So, ich mache jetzt einfach mal 2x4 Felder. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr da immer nehmt, ob ihr 2x6 macht oder 2x4. Ich bin Bente Jorgensen, Vorsitzende der Jorgensen Stiftung. Hallo. Ich kann es kaum abwarten, mit dir zusammenzuarbeiten. Joa, ne? So, da freue ich mich, dich kennenzulernen. Das scheint ja eine nette zu sein. Aber wir haben auf jeden Fall auch ein paar KI-Leute, die nicht ganz so nett sind, da bin ich mir ziemlich sicher. Jo, wir kriegen jetzt endlich die ersten Bretter rein. Ne? Die haben erstmal das Holz hier oder den Wald aufgeforstet und jetzt geht das hier rein und wird weiterverarbeitet. Das muss natürlich jetzt erstmal ins Laufen kommen. Als erstes bauen wir jetzt erstmal noch schnell eine Fischerhütte. Machen wir es mal hier hin. So, schön verbinden. Dann wäre das Bedürfnis nämlich auch schon mal gedeckt. Und wir haben übrigens auch schon ein paar Inseln jetzt gerade entdeckt. Da können wir mal gucken. Also wir wollen auf jeden Fall Hopfen haben. So, wir sind aktuell hier. Die Insel ist nice, Leute. Paprika und Hopfen haben wir hier. Die ist richtig gut. Das sind beide Sachen, die wir nicht haben und brauchen als Fruchtbarkeit. So, okay, dann ziehen wir mal den Weg jetzt hier lang eben. Schnupp. Und machen jetzt ungefähr hier ein Warenhaus hin. Mal gucken, ob wir das halbwegs effektiv gestaltet bekommen. Mal schauen. So, ich will jetzt mindestens nochmal 4 Holzfällerlager haben, die funktionieren. Sägewerk. So, bam. 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 Machen wir hier auch noch eins hin. Und dann hätte ich hier gerne schön viele Holzfällerhütten. 94%, 98%. Machen wir noch eins nach links, dass sich das nicht allzu sehr... So. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht allzu sehr eingeschränkt ist, aber es sieht nicht so aus. Dann machen wir hier eine hin. Und dann hätte ich gerne hier noch irgendwie eine 100%, 100%. Damit kann ich, glaube ich, leben. Ich gucke mal, ob wir es noch ein bisschen näher ran machen können. Aber ich glaube, so ist okay. Wir müssen hier hinbauen. So, okay. Dann jetzt verbinden miteinander. Machen wir mal so rum. So, und das auch noch verbinden. So, Leute. Ach, hier brauchen wir noch ein viertes. Moment, das müssen wir auch noch. So, hier machen wir auch noch eine hin. Und jetzt müsste es eigentlich exakt 6 zu 6 sein. Hm? Das heißt, das Bretter müsste jetzt ordentlich anlaufen. Jo, als nächstes Schnaps machen wir gleich. Wir machen erstmal Arbeitskleidung. Dafür brauchen wir wieder eine Schäferei. Machen wir mal hier irgendwo. Einfach ein Warenhaus hin. Schnupp. Und jetzt, bam. Wir könnten gleich 2 machen, aber das ist dann mal gleich so übertrieben. Wir brauchen dann erstmal die Arbeitskraft für andere Sachen. Dann machen wir hier dann noch die Weberei. So, schnupp, schnupp, schnupp. Dann noch die Felder eben. Aber ich freue mich so, Leute, ich freue mich so. Ich bin echt so gespannt auf den ganzen Content, der uns jetzt hier erwartet. Das ist ja wirklich dann super viel neues Zeug, was wir dann bald erreichen werden. Mal sehen, wie wir klarkommen auf diesen Schwierigkeitsgrad hier. Jo, das ist erstmal okay. Das heißt, wir müssen jetzt gleich schon Bürger draus machen können. Ja, die kriegen jetzt gleich alles, was sie brauchen. Mehr und dann, gönnt man uns nicht? Ja, ihr kriegt gleich noch mehr. Und dann können die nämlich... dann können wir uns nämlich so schnell wie möglich dann auch auf Lehm konzentrieren, dass wir dann Ziegelsteine produzieren. So, hier haben wir wieder zu wenig Holz. Okay, alles klar. So, ich mache jetzt einfach 2x4, wie gesagt. So, das Schiff ist da. Jetzt muss ich mir das, wie gesagt, mal überlegen. Nehmen wir diese Insel hier oder nehmen wir diese Insel hier? Von den Ressourcen ist es gleich. Der einzige Unterschied ist halt hier, die Vorkommen sind verschieden. Okay, Leute, wir nehmen diese Insel, weil wir hier 2x Kupfer haben. Und natürlich halt die natürliche Fruchtbarkeit. Und hier haben wir dann sogar 2x Zink und hier hätten wir auch noch Felle. Also die versuchen wir auch zu bekommen. Ne? Aber da müssen wir dann erst Stahl herstellen dafür. So, und der Vorteil an dieser Insel ist auch, Moment, nee, diese Insel hier, dass die näher an unserer dran ist, was sehr, sehr gut ist. Schnapp. Hier machen wir auch schon mal ein bisschen, so jetzt geht's zumindest. Bam. Bam. So, ich werde jetzt auch, ne, nicht jetzt übelst darauf achten, dass wir erstmal schön bauen. Das können wir dann später immer noch machen. Erstmal versuchen wir möglichst effektiv irgendwie vorzugehen, zumindest soweit es mir möglich ist. Dass wir erstmal schön schnell Bürgerstufe 3 erreichen und dann zu dem neuen Content kommen. So Leute, wir können upgraden. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Okay Leute, wir haben die ersten Bürger. Das ging doch relativ flott, würde ich mal meinen. Das ging wirklich relativ flott. Wir müssen uns aber dann auch nochmal um Schnaps kümmern. Das ist ja so ein Grundbedürfnis irgendwie. Ehrliche Arbeit. Mehr von den Bauern. Jo, herzlich willkommen. Freue mich auf jeden Fall. So, gut. Ziegelsteine, Würsten und so machen wir dann gleich. Wie sieht's aus? Ist unser Schiff schon da? Jo, ist es. Dann Konto bauen. Ab geht's. Wir gucken nochmal. 8 Stall brauchen wir dafür. 8 Stallträger. Das heißt... Joa. So, wir haben sie erstmal gesichert.
Jetzt werde ich mit dem Schiff, denke ich, erstmal noch weiter scouten. Bebauen werden wir das dann später. Das für Bürgerstufe, ja, ich glaube, wir brauchen das auch schon für Bürgerstufe 2 jetzt, aber das machen wir dann gleich. Wir haben erstmal andere Sachen zu tun. Unser Ziel ist jetzt wirklich so schnell wie möglich an Stallträger ranzukommen, dass wir auch diese Insel hier sichern können. Ne? Dass wir auch hier nochmal Jagdgründe haben, was wir auf jeden Fall dann später brauchen werden. So, okay, wie machen wir jetzt weiter? Ich würde mich mal erstmal schnell um Schnaps kümmern wollen. Eine Feuerwehr wäre halt auch super wichtig. Lass erstmal eine Feuerwehr bauen. So, die bauen wir einfach hier so um hier rein. Machen wir hier, hier passt die doch perfekt. Das ist immer sehr befriedigend, wenn sowas funktioniert. Fischerei mache ich auch gleich eine zweite. Wir werden nämlich jetzt gleich sehr schnell sehr viel größer. So, daneben hier, so. Und Klamotten würde ich wahrscheinlich auch gleich mal noch eine zweite Linie starten wollen. Die hatten wir... Hier oben hatten wir das. Okay, ja, machen wir einfach den Schnupp. Dann hier noch zur Produktion. Und jetzt hier noch drei schöne Felder ran. So, so, so. Okay, cool. So gut, als nächstes müssen wir uns jetzt um Lehm, Lehm, Lehm kümmern. Beziehungsweise Ziegelsteine, Ziegelsteine, Ziegelsteine. Das sind jetzt sozusagen unsere neuen Bretter. Wo wir schön viel brauchen, weil für jedes Gebäude brauchen wir den Spaß. 30 Sekunden dauert das, aus der Lehmgrube das abzubauen, eine Minute, um das dann zu Ziegelstein weiter zu verarbeiten. Das bedeutet, wir brauchen zwei Ziegeleien zu einer Lehmgrube, damit das schön effektiv ist. Ich bin ein bescheidener Diener Ihrer Majestät, der in heiklen Angelegenheiten wie dieser zu Rate gezogen wird. Ja. Oh, das passt ja wunderbar, wenn wir das hier so ranbauen. Das ist schön. Machen wir so hier, und so hier. Wir müssen nicht mal Handel treiben, nur für den Fall der Fälle. Nee, ich will aber nichts bezahlen, meine Gute. Das mag sie nicht so gerne, ne? Wir können uns ja mal ein bisschen einschmeicheln. Oh ja, ich habe wirklich ein bisschen was von der Kichererbse. Okay, alles klar. Ja, bei der Piratin können wir es auch probieren. Ja, nett. Sie sagt zwar leider nichts dazu, aber wir haben 2 Pluspunkte gemacht. Okay, da freue ich mich. So, ja, ne, mit dem Schiff scouten wir weiter. Wir müssen ja auch noch die anderen Zivilisationen mal noch entdecken, unbedingt. Ich halte nicht alle Menschen für schlecht. Warten wir ein wenig ab und sehen, was sie für einer sind. Okay, das ist unser neuer Kollege. Diplomatie können wir gleich mal einschmeicheln probieren. Wir müssen echt vorsichtig vorgehen, ne? Also, die kann schon gefährlich werden, die KI. So, hat funktioniert. Aber wieso sagt er denn nichts? Sind alle sprachlos, wenn ich mich einschmeiche. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. So, wir haben hier 25 Bretter. Alles klar. Wir müssen unbedingt weiter Häuser bauen. Ne? Wir brauchen unbedingt mehr Arbeiter, damit wir noch mehr Lehmgruben versorgen können. Super, super, super wichtig. So. Können wir hier auch schon mal verbinden miteinander. Und dann ziehen wir das jetzt hier einfach dann weiter so durch. Ne? Dass wir jetzt erstmal mehr Einwohner ranbekommen. Müssen wir natürlich alles wieder ein bisschen nachziehen und so. Aber wir brauchen das. Wir brauchen ordentliche Produktion. Zumindest jetzt von Brettern, von Ziegelsteinen und so weiter. Damit wir auch erstmal ordentlich bauen können. Oh je, ich habe vergessen, das mit der Straße zu verbinden. So, das ist nämlich jetzt bei Anno 1800 so, dass die Warenhäuser mit dem Kontor verbunden sein müssen, über einen Straßenweg, ansonsten funktioniert das nämlich nicht. Ich habe mich schon gewundert, dass wir keine Ziegelsteine reinbekommen. So, wir haben wieder ein bisschen mehr Bretter, das heißt, wir können wieder mehr Häuser bauen. Schnipp, schnipp, schnipp. Machen wir auch gleich nochmal. Und hier ziehen wir jetzt noch durch, sozusagen. So. Okay, ich lasse hier bewusst erstmal noch ein bisschen frei, wobei, ich meine, am Ende können wir die Häuser dann noch wieder wegreißen. Hier können wir schon mal welche hinsetzen, auf jeden Fall. Sie sind doch auch nur so ein dahergelaufener Wanderzirkus. Heute hier, morgen da. Der scheint sehr sympathisch zu sein. Oh Mann. Ruf 40 haben wir bei dem nur. Okay, das wird wahrscheinlich der härteste Kontrahent. Einschmeicheln. Absurd, das Ganze! Okay, das hat leider nicht so gut funktioniert. Das ist ärgerlich. Okay, kann es aber erstmal nicht ändern. So, gut, wir haben wieder genügend. Jetzt lass mal die zweite Ziegelsteinproduktion starten. Hier haben wir noch ein Vorkommen. Können wir einfach hier drauf drücken. Und hier haben wir ein Vorkommen. Nehmen wir erstmal das hier mit. So, dann noch ein Warenhaus wieder. Und wieder einen Weg einfach ringsherum. Ich verbinde es diesmal gleich mit der Straße, nicht, dass ich das wieder vergesse. Ja, machen wir einfach hier hin. Okay. So. Und jetzt brauchen wir wieder zwei Ziegeleien. Einfach so hier. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Holz, so wie es aussieht. So, Schnupp. Hätten wir.
So, und jetzt brauchen wir wieder mehr Arbeiter. Aber ich habe extra schon mehr Häuser gebaut, damit das jetzt losgehen kann hier. Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? Sehr, sehr gut. So, wir können upgraden. Brauchen wir jetzt erstmal unbedingt mehr Holzbretter. Wir müssen dann übrigens so schnell wie möglich den Konto upgraden. Weil die sind ja teilweise mal schon ein bisschen überfordert mit den ganzen Produktionsgebäuden und so. Dafür brauchen wir aber mehr Bretter und mehr Ziegelsteine. Darum kümmern wir uns jetzt gerade. So, jetzt können wir noch mehr upgraden. Wir müssen jetzt unbedingt hier erstmal wieder eine Null erreichen, dass wir genügend Manpower haben. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Juhu, da freue ich mich. So, und wir müssen vor allem im Auge behalten, wie es jetzt mit Fisch und Klamotten aussieht. Wir gucken mal ganz kurz. Fisch geht gut nach oben, Klamotten geht auch gut nach oben. Dann ist erstmal alles super. Und neue Gebäude freigeschaltet. Okay, cool. So, das geht jetzt schon deutlich schneller voran. Lehmgrube, Schnupp. Das ist jetzt das letzte Mal, dass wir das machen hier auf der Insel. Ich würde das aber gerne so weit wie möglich weg haben von unserem Marktplatz und unseren Häusern etc. Weil hier später werden wir uns ja noch in die Richtung ausbreiten. So, Ziegelei. Ja, machen wir einfach hier hin. Und dann die nächste dann hier hin, jetzt wieder mit dem Weg verbinden. Nicht, dass wir das wieder vergessen. So, mal über den Weg hier hoch. So. Okay, so und ihr seht, wir brauchen schon wieder Arbeiter, ne? Aber wir holen immer wieder auf und dann haben wir bald eine richtig ordentliche Ziegelsteinproduktion und können einen richtig großen Rahmen dann weiterbauen. Was super cool ist. Ich kann nochmal kurz ein bisschen schneller machen hier eben. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir noch genügend Bauern über haben dann am Ende. So, so, so. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. So, jetzt haben wir plus 15. Jetzt lassen wir noch schnell die zweite Ziegelei bauen, damit das Verhältnis wieder aufgeht. Schnupp. Und jetzt brauchen wir nochmal ein paar Arbeiter und dann haben wir das nämlich erstmal in Ordnung gebracht. Und da haben wir eine Quest. Okay, Moment. Dun, 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 dun. Ich würde Sie nicht danach fragen, wenn ich nicht wüsste, Sie verstehen mich. Okay, wir sollen ein Foto machen. Ich bin nur ein kleines Zahnrad, aber Sie bedienen die ganzen Hebel. Was ist, wir haben halt drei Ziegeleien, das ist das Problem. Da ist die Ziegelei. Okay, alles klar. Gut absehen. So. Nicht übel, Boss, wirklich. Cool, Schreinerwerkzeug haben wir bekommen. Nice. Wartet mal, das müsste jetzt eigentlich im Konto drin sein. Sekunde, gucken wir mal eben. Konto. Ah, wir können den jetzt upgraden, sehr gut. Schnupp, machen wir das mal. Da können wir nämlich jetzt noch mehr Sachen drin lagern. Ja, und gleichzeitig sind noch mehr Arbeiter am Start und mehr Wagen. Super gutes. Jo, das haben wir bekommen. Selbstreparatur plus 200% aktive Heilung. Das können wir dann in die Hafenmeisterei reintun. Das ist ein Gebäude, das müssen wir dann erst bauen. Das könnte sogar hier dabei sein irgendwo. Hier ist er, Hafenmeisterei. Aber aktuell brauchen wir das nicht unbedingt. Machen wir dann später. Wenn wir dann im Krieg sind oder so, macht das wahrscheinlich noch mehr Sinn, dann könnte ich mir vorstellen. So, gut. Das läuft jetzt erstmal mit Brettern und mit Ziegelstein, dann würde ich sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal noch schnell um Schnaps. Da müssen wir jetzt aber ein bisschen nachziehen. Einfach mal hier hin, bam. Das Schöne ist ja immer an diesen großen Feldern und so, also zum Beispiel Kartoffelhof, dass man damit wunderbar so Gelände, wo man immer nicht so schön Gebäude ran platzieren kann, also das kann man dann immer wunderbar mit ausfüllen. Super, super cooles. Ich würde hier sogar mal noch Platz lassen, weil nee, das bringt eigentlich wahrscheinlich nichts. Machen wir mal so hier. So. Ich mach gleich mal noch ein Feld. Bam. Machen gleich noch ein drittes, Leute. Schnaps ist wirklich ziemlich krass immer der Verbrauch. So, von mir aus freigegeben. So. Lass mich hier mal noch frei. Moment, mein Guter. Ah, der will Zeitung machen, hä? Er freut sich kennenzulernen. Und dass wir die Wahrheit oder etwas ganz Ähnliches in meiner, unserer Zeitung drucken dürfen. Ja, nee, das gefällt uns nicht, Leute. Machen wir mal hier. Wie glücklich sie wirklich sind. Eine wunderbare Idee. Kaufen, kaufen, kaufen. Ja. Manchmal ist weniger mehr. So, Leute. Okay. So, wir müssen hier natürlich aber noch. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Machen wir hier noch jetzt weiter. Einfache Leute. Oh, ich liebe es einfach, wie zusammenhängend alles, das ist. Was gedruckt wird. So, das Verhältnis hier ist 1:1. Okay, alles klar. Hier würde ich noch so ein normales Feldding hinbauen. Machen wir mal hier und hier. Wollen wir gleich noch ein drittes machen? Ich glaube, zwei reichen erstmal. Brauchen wir sowieso erstmal wieder mehr Häuser. Übrigens, der Typ fand das gerade super, dass wir Propaganda gemacht haben. Das ist gut zu wissen, dass wir ihn damit auf unsere Seite kriegen. Über die Zeit.
So, aber ihr seht das, ne? Das läuft gerade richtig gut. Wir müssen jetzt natürlich die Bilanz dann langsam mal nach oben bekommen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Aber Schnaps müssen wir jetzt auch haben. Das heißt, wir können uns jetzt um die Bedürfnisse der Bürger kümmern. So, Würstchen können wir machen. Wir machen erstmal Brot. So, Getreidefarm 1 Minute. Mühle 30 Sekunden. Bäckerei 1 Minute. Das heißt, wir brauchen 2 Getreidefarmen, 1 Mühle, 2 Bäckereien. Fürs beste Verhältnis. Könnten wir theoretisch auch. Oder wir machen noch ein extra Warenhaus dafür. Ja, machen wir das mal. Da starten wir gleich noch eine Produktionskette. Machen wir hier hin. So, okay. Machen wir wieder einen Weg erstmal ringsrum. Schnupp. Schnupp. Mühle machen wir gleich. Wir machen erstmal Getreidefarm. 2, 1, 2 hatte ich gesagt, ne? Ja. So. Machen wir das wieder schön hier aus alles. Es ist einfach super. Ich mag das wirklich total gerne, dass das jetzt geht. So. So. Okay, hätten wir. Und dann noch gleich. Ah ne, eine zweite braucht man ja auch noch. Machen wir hier hin. Das sieht so schön natürlich aus. Das sieht wirklich total toll aus hier. So, und hier auch noch ein bisschen am Rand, bitte. Ja, an der felsigen Küste können wir sowieso nichts anderes bauen. Also nicht um den Hafen oder so. So, dann brauchen wir 1 Mühle. Ich lasse mal hier noch 1 frei, ne, dass wir hier noch einen Weg lang bekommen. Und 2 Bäckereien brauchen wir. Hm, machen wir so und so. Jetzt müssen wir es noch mit der Straße verbinden. Theoretisch, im Moment, können wir das sogar hier weiter hoch machen. Wenn ich so drüber nachdenke, machen wir so hier. So. Wobei wir da ein bisschen aufpassen müssen, weil das kostet jetzt immer ein bisschen mehr, das Verschieben. Ja, fortgeschritten. Dann erstmal hier mit verbinden und dann verbinden wir das jetzt hier mit dem Kontor. So, hier erstmal. So, alles klar. Okay, und jetzt brauchen wir wieder ein bisschen mehr Häuser. Aber wir, bisher kommen wir ganz gut klar, glaube ich. Also wir kommen ganz gut voran. Aber ich habe ja gesagt, dass ich jetzt bis zu dem Content, den wir kennen und so, das will ich ja relativ zügig machen. Weil ich einfach super gespannt bin, was da noch alles auf uns ist. Dann wartet dann gleich. So, machen wir hier auch noch Häuser hin. Muss man zwar alles dann wieder ein bisschen nachziehen, aber es ist dann erstmal so. So. Hier genauso. Hier mache ich wieder ordentlich. Und jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwo vielleicht noch upgraden können. Jo, sieht gut aus. Bam, 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 bam. So, jetzt haut's wieder hin, Leute. Nice. Okay, cool, cool, cool. So, also Brot haben wir. Als nächstes machen wir Würstchen. Ja, mal gucken, ey. Stufe 3 ist dann nämlich auch nicht mehr so weit weg. Bürgerstufe 3. Ja, wir sind gerade relativ schnell. Hier habe ich Schafe. Ja, machen wir auch Würstchen daneben. Das ist ja okay eigentlich. So. Ah, das passt ja perfekt, Leute. Moment, wenn ich das so... Moment, wenn ich hier so, so, so... Ah ja, wunderbar. So gefällt mir das richtig gut. Hier ist das Verhältnis auch 1 zu 1. Machen wir gleich 2. Oder? Ne, wir machen erstmal 1. Spielstand gespeichert. Okay. Ah, wenn wir einmal dabei sind, machen wir gleich noch ein zweites, Leute. Bin ich ganz stark dafür. So. Machen wir genauso. Das hat mir gut gefallen im Aufbau her. Schnupp. Ich glaube, es gefällt mir besser, wenn wir das hier hin machen. Und dann hier noch das zweite hinbauen. So. Kann gut sein, dass wir das dann auch bald upgraden müssen. Das Warenlager hier. So, Würste bekommen die jetzt gleich. Brot geht gerade nach oben. Seife brauchen wir als nächstes, damit die zufrieden sind. Und für Seife brauchen wir auch nochmal Schweine. 1 Minute. 1 Minute für die Vasenmeisterei. Und dann brauchen wir noch die Siederei. Ah, davon... Okay, also brauchen wir das zweimal, zweimal und das einmal. Weil das braucht nur 30 Sekunden. Und dafür brauchen wir Stahl. Okay, alles klar. Dann weiß ich, was wir als nächstes machen. Ich würde mal ganz schnell, weil ich auch gerade sehe, wie das ja alles gerade krass nach oben geht, gucken. Können wir schon ein Depot bauen? Ja, würde gehen. Okay, dann bauen wir schon mal ein Depot. Ja, machen wir erstmal. Das können wir dann später dann auch noch schöner machen. Ich mache es erstmal hier hin irgendwie, wenn möglich. So. Dann können wir nämlich jetzt noch ein bisschen mehr lagern. Dass wir jetzt nicht so schnell an die Grenze kommen, was Bretter angeht. So, ja, wenn wir einmal dabei sind, baue ich auch gleich noch ein paar Häuser. Wir müssen erstmal jetzt gucken wegen der Bilanz. Eigentlich brauchen wir erstmal Stahl. Ja, ja, wir machen erstmal Eisenmine und Stahlträger. Dann können wir nämlich gleich noch die... Nein. Jetzt siedelt der hier auf der Insel. Das ist schrecklich. Okay, kann ich ihm aber nicht verübeln. Okay, den müssen wir sehr schnell platt machen, Leute. Gegen den müssen wir Krieg führen. Wir brauchen unbedingt diese Insel. Ne? Weil hier gibt es Jagdgründe und Salpetervorkommen und beides haben wir nicht. Das war ja die Insel, die ich mir noch ausgeguckt hatte, die ich unbedingt will. So. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um Stahl. Aber wir müssen jetzt sowieso, wir müssen erstmal gucken, dass die Bilanz jetzt noch weiter nach oben geht. Das wäre super wichtig. Und Stahl herstellen oder Stahlträger sind mal sehr, 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 sehr teuer. Wirklich super teuer. Also, gucken wir mal, Leute.
wir brauchen Eisenmine. 15 Sekunden. Dann bauen wir erstmal die Eisenmine. Ja, machen wir hier. Nun, es ist trivial. Aber das wird sie kaum stören. Eine Zerstörungsaufgabe. Gegen den Typen. Den mag ich sowieso nicht. Gegen den, wenn wir eh bald Krieg führen, nehme ich nicht an. Erwarten Sie keine Gefallen mehr von mir. Ich hätte das Geld gut gebrauchen können, um ehrlich zu sein, aber nee. Den wollen wir eh bald platt machen wahrscheinlich. So, gut. Dann hier Warenhaus hin. Jetzt müssen wir mal gucken. Als nächstes brauchen wir Küllerei. Davon brauchen wir zwei. Wir orientieren uns an dem Verhältnis, an den 15 Sekunden hier. Ne? Also machen wir zwei Küllereien. Hier haben wir 100%. Das sieht gut aus. Machen wir das mal ungefähr hier hin. So. Okay, okay, okay. Dann hier noch ringsherum. Okay, so. Dann brauchen wir Hochofen. Davon brauchen wir auch zwei. Was kostet denn der an Unterhalt? 100. Das ist ganz schön teuer, ne? So, verbinden das mal eben noch schnell hier. So, wobei mir gefällt das nicht ganz so gut. Ich mach den doch mal woanders hin. Machen wir den erstmal hier irgendwie. Machen wir so hier. Verbinden das einfach hier mit. So, dann kann ich jetzt hier ungestört bauen. Hochofen. So. Jetzt wird's langsam dreckig, Leute. Ja, machen wir hier. Und damit es schon mal losgeht, würde ich jetzt hier schon mal ein Stahlwerk machen. So, hätten wir. So, jetzt brauchen wir wieder deutlich mehr Arbeiter. Also, upgraden, upgraden, upgraden. So. Aber kann man jetzt ordentlich machen. Wir haben ja schon einiges an Häusern gebaut. Wir müssen jetzt noch gucken, weil das andere muss man natürlich jetzt wieder ein bisschen nachziehen. So, wie es aussieht. So. 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 Mich würde mal echt interessieren, wie wir aktuell dastehen im Vergleich zu diesem Typen hier. Okay, Wirtschaft ist ja etwas besser als wir. Hat er 3, wir haben 2. Militär sind wir besser, ironischerweise, obwohl ich da noch gar nichts gemacht habe. Okay. Ich meine, einschleimen können wir uns ja trotzdem. Ah, ist eingeschränkt. Okay, alles klar. Erhöht. Ich bin so gerührt. Ja. Leicht eingeschränkt, dann lassen wir das. Und bei dir? Eingeschränkt, dann lassen wir das auch. Okay, alles klar. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Nein. Okay, wir brauchen ganz schnell eine Polizei, Leute. Schnapp. Hier nicht. Oh, wunderbar. Hier geht's aber perfekt. Okay, bauen wir hier rein. Ja, krass, Leute. Haben wir jetzt hier schon den ersten Aufstand? Wo sind sie denn gerade? Ich sehe sie gerade gar nicht hier. Wo stehen sie denn auf? Ah, da. Guckt mal hier. Da. Da ist Aufstand. Na gut, aber die Polizei, die wird sich dann gleich drum kümmern. Wir haben ja jetzt auch diese Folge schon einiges geschafft. Ne? Also wie gesagt, ne? Bis Stufe 3 wird das erstmal jetzt hier schön bündig und so weiter. Damit wir möglichst schnell dann den neuen Content sehen. So. Und ich meine, hey, wir haben jetzt schon fast Stufe 3 erreicht. So viel fehlt nicht mehr. Seife kümmern wir uns gleich drum, sobald wir Stahl haben. Dann müssen wir nur noch eine Schule bauen. Das können wir, glaube ich, jetzt sogar schon. Hier brauchen wir auch ein bisschen Stahl. Und dann können wir schon auf Stufe 3 hochgehen. Ne? Also da sind wir schon mal gut vorangekommen. Und so wie es sich abzeichnet, werden wir diese Insel hier einnehmen müssen. Das heißt, wir werden Krieg führen gegen diesen einen Typen. Also das könnte eine interessante Runde werden. Ja, könnte sehr interessant werden. So, Leute, ich würde mich auf jeden Fall sehr über euren Support freuen. Ne? Also ich mache das jetzt auch von eurem Feedback abhängig, ob ich heute auch noch eine zweite Folge raushaue oder so, muss ich mal gucken. Also denkt bitte an den Daumen, ne? Denkt an Feedback und so, würde ich mich sehr drüber freuen. Es hilft ja auch immer ein bisschen weiter bei dem YouTube-Algorithmus und so, aber vor allem gebt mir zu verstehen, ob ihr mehr sehen wollt oder nicht. Ne? Also pro Tag vielleicht noch eine Folge mehr oder so, mal schauen. Also, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zugucken, würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Bis dann, macht's gut, tschüssi.